Also Anita Carvalho verliert auf einen Schlag ihre Verlobten und ihre Mutter. Und die stirbt, bevor sie ihrer Tochter erzählen kann. Die haben 20 Jahre in Zululand auf einer Farm gelebt, die Timbuktu hieß, und haben sie überstürzt verlassen, haben sich aber immer geweigert, darüber zu reden. Anita fliegt darauf nach Südafrika, wo sie einen hartgesottenen Kameramann kennenlernt, der eine ziemlich zynische Einstellung zu Frauen hat, der ihr furchtbar auf die Nerven geht, aber sie auf diese Art und Weise schon aus ihrem Tief holt. Und dann gerät sie in eine wirklich lebensgefährliche Situation. Und ehrlich gesagt, wenn ich jetzt mehr erzähle, dann brauchen Sie das Buch nicht mehr zu lesen. Ich bin auf einer kleinen Insel vor Westafrika geboren. Und als die Bishago, so heißt der Stamm, sicher waren, dass ich überleben würde, haben sie mich in ihren Stamm aufgenommen. Und es soll noch heute alte Bishago geben, die mich unter meinen Stammesnamen erinnern. Und sie nennen mich Nossa Parente, unsere Verwandte. Und der Tag meiner Geburt ist ein zeitlicher Bezugspunkt für sie geworden. Aber Konkretes erinnere ich nicht, weil ich noch zu klein war. Es sind immer nur Gefühle, Farben, ein wunderbares Gefühl von Dazugehören. Ich hatte ein männliches schwarzes Kindermädchen, weil da das Matriarchat herrscht. Und der hat mich den ganzen Tag auf seiner Hüfte herumgetragen, Hibiskusblüte hinterm Ohr, und hat mit mir geredet und gesungen und gespielt. Das ist mein Afrika im Prinzip. Sie meinen außer dem Wetter und dem unendlichen afrikanischen Himmel, dem Indischen Ozean, vielleicht die Weite der grandiosen Landschaft und die wilden Tiere, aber ganz besonders vermisse ich die spontane Kontaktfreudigkeit der Menschen da unten, egal welche Hautfarbe. Und das Abenteuer. Hier in Deutschland gibt es für alles Versicherungen. Da unten fühle ich mich lebendig, weil alles passieren könnte und auch oft tut. Und hier mit den ganzen Versicherungen, da fühle ich mich wie in Watte erstickt. Da geht mir dieses Gefühl von Lebendigkeit verloren. Und das vermisse ich sehr.